Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist zu einem neuen Video von mir. Diesmal zum dritten und somit letzten Teil meiner Sub-Bookshelf-Tour. Auf dich warten diese zwei Regalbretter voll ungelesener Bücher. Ich zeig dir genau, welche es sind. Und solltest du die ersten beiden Teile noch nicht gesehen haben und sollte es dich interessieren, was noch so auf meinem Sub schlummert, schau gerne rein. Ich habe das aufgeteilt, einfach weil es sonst viel zu lange dauert. Und ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Regalbrett. Ich wünsche dir sehr viel Spaß mit dem Video. Hier hast du einmal den Überblick über alle Bücher, die hier stehen, und jetzt zeige ich dir im Einzelnen, welche Bücher hier drin zu finden sind, wie sie aussehen und worum es geht. Bitte nicht mit mir meckern, Red Rising von Pierce Brown steht immer noch ungelesen bei mir rum. Es geht um Minenarbeiter, die dabei sind, den Mars bewohnbar zu machen. Und diese Minenarbeiter sind aber wahrscheinlich dann einfach nicht dafür bestimmt, auf dem Mars auch zu leben. Derjenige, um den es geht, möchte aber eigentlich genau dafür kämpfen, um einfach ein besseres Leben für sich und seine Familie rauszuschlagen. Und kommt dann aber relativ schnell dahinter, dass eigentlich schon eine Elite dabei ist, alles für sich zu beanspruchen. Das entnehme ich zumindest dem Klappentext. Dieses Buch soll aber noch so viel mehr sein. Es sind sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr begeistert davon. Vielleicht fange ich mal an, als Hörbuch auf meiner Weltreise da reinzuhören. Schauen wir mal, was ich dir berichte, wenn ich dann Ende Mai wieder da bin. Dann habe ich drei Bücher hier von Colleen Hoover und eins von Serena Bowen. Ich kann das ja auch eigentlich mal so hinstellen, dass du die Hoovers nebeneinander hast, damit auch alle Monks unter uns zufrieden sind. In Hope Forever geht es um ein Mädchen, was eigentlich sich von Jungs fernhält, so weit es dort hinten drauf steht. Aber dann verliebt sie sich knall auf Fall, dann kommen natürlich ein paar Vergangenheitsdelikte ans Licht und es ist alles ganz kompliziert. Hört sich an wie ein klassischer Colleen Hoover-Roman. Ich bin ja ein großer Fan von ihren Büchern, zumindest von denen, die ich bisher gelesen habe. Und selbst wenn sich die Geschichten vielleicht am Anfang ein bisschen klischeehaft anhören, hat Colleen Hoover zumindest in den Büchern, die ich kenne, immer etwas sehr Schönes und Einzigartiges rausgeholt. In Love and Confess geht es eben auch um eine Liebesgeschichte und in Nur noch ein einziges Mal auch. In Love and Confess ist es, glaube ich, so, dass ein... wie war denn das jetzt immer? Ich habe es mir eben durchgelesen, ne? Ja, ach so, ja genau. Es geht um ein Mädchen, was ihre erste große Liebe verloren hat vor 5 Jahren. Dann kommt sie in einen neuen Ort. Dort verliebt sie sich knall auf Fall in einen neuen Typen. Aber eigentlich ist er jemand, von dem sie sich auf jeden Fall fernhalten sollte. Wie das eben meistens leider so ist, ne? Ja, und in Nur noch ein einziges Mal. Muss ich jetzt auch gerade nochmal schmummeln. Ah ja. Guck mal, ne, du glaubst es mir jetzt wahrscheinlich nicht, aber ich habe ja eben vorher eigentlich mir alle Klappentexte durchgelesen, nur mein Hirn ist irgendwie Matsch. Es geht um ein Mädchen, was sich genau fall in jemand... Ne, die trifft ihre erste große Liebe wieder und dann kommt aber irgendwie noch ein anderer Typ dazwischen und es ist ganz kompliziert. Und was ich hier sehr schön finde, ist dieses Cover mit dieser zerschmetterten Orchidee. Finde ich cool. Und in The Ivy Years, da habe ich schon mal reingelesen, das war ein Buch, was ich in einem Try-A-Chapter angelesen habe und dann beschlossen habe, dass ich es so gut finde, dass ich es gern haben will, geht es um ein Mädchen, was im Rollstuhl sitzt, in ein College kommt und dort lernt sie einen Typen kennen, der eigentlich ja, ein super beliebter, athletischer Kerl ist und ja, sie findet ihn ganz toll, er behandelt sie auch mal, abgesehen von allen anderen, die immer nur das Mädchen im Rollstuhl in ihr sehen, einfach ganz normal und er hat aber leider eine absolut perfekte Freundin. Ach, ich finde, das Buch sieht auch wahnsinnig schön aus. Die Geschichte hört sich toll an. Als ich reingelesen habe, hat es mir echt gut gefallen. Muss ich nur noch hier vom Sub befreien. Hinter Dornenhecken und Zauberspiegeln aus dem Drachenmond Verlag ist eine märchenhafte Anthologie. Es ist einfach eine Sammlung von Kurzgeschichten, unter anderem von Nina Blason, von Julia Adrian, von ganz vielen verschiedenen Autoren. Und sieht wie immer sehr schön aus, denn ist schließlich von Alex Kupinski kreiert, dieses Cover. Wunderschön. Der Kuss der Lüge. Buch 1 von Mary E. Pearson. Fun Fact dazu, ich saß auf der Buchmesse neben ihr und habe es nicht gecheckt, bis jemand meinte, hey, das ist doch Mary E. Pearson. Und ich so, oh, voll cool. Da geht es um eine Prinzessin, die aus ihrem goldenen Käfig flieht und auf ihrer Flucht trifft sie auf zwei Männer, auf einen, der sie töten soll und auf den Prinzen, den sie eigentlich heiraten soll.
so kommt diese ganze Geschichte ins Rollen. Da wird vermutlich noch sehr viel mehr hinterstecken, als der Klappentext verrät. Es sind ja auch alles ein bisschen hin und her gerissen. Die einen lieben es, die anderen finden es überbewertet. Ich werde herausfinden, wie ich das sehe. In Maggie Stiefvaters Schimmert die Nacht geht es, ja, wie soll ich sagen, ohne jetzt zu spoilern. Ich weiß nicht, ob du vielleicht Nach dem Sommer ruht das Licht in deinen Augen, diese Reihe von Maggie Stiefvater, kennst. Dort geht es um, ich sag jetzt einfach mal um Wölfe. Es geht um Menschen, die sich in Wölfe verwandeln können. Und auch in diesem Teil, Schimmert die Nacht, geht es um einen Wolf. Ich sag jetzt nicht, um wen es geht, weil ich gerade nicht weiß, ob ich damit spoiler. Aber es geht um einen Menschen, der sich eben in einen Wolf verwandelt. Es geht um ein Mädchen, das hinter dieses Geheimnis kommt. Es geht darum, wie die beiden sich vielleicht näher kommen. Liegt hier Ewigkeiten schon rum, weil ich die Reihe echt cool fand. Und irgendwie habe ich mich da noch nicht rangetraut. Total bescheuert, warum man das Buch dann kauft. Aber gut, so bin ich nun mal. Und dann habe ich hier Stephen King, Die Arena, stehen. Dort geht es um eine Stadt, die von heute auf morgen eine gläserne Kuppel aufgesetzt bekommt und komplett von der Außenwelt abgeschnitten ist. Und als irgendwann diese ganzen Vorräte zur Neige gehen, gibt es natürlich Stunk. Und wie es dann dort weitergeht, erfährt man in dieser Geschichte. Da soll ja noch sehr viel mehr hinterstecken als nur das, was ich dir jetzt eben erzählt habe. Außerdem möchte ich Stephen King auf jeden Fall noch mehrere Chancen geben. Friedhof der Kuscheltiere fand ich okay, hat mich jetzt aber ja nicht so krass vom Hocker gerissen wie manche anderen Menschen, aber ich bin mir sicher, dass dieser Funke noch überspringen wird. Und in Die magische Pforte der Anderwelt von Sandra Regnier, das ist angelehnt an die Pan-Trilogie von Sandra Regnier, die ich ja auch sehr, sehr gerne mag, geht es eben auch um diese ganze Welt rund um Pan, um Feen. Ach, schön Fantasy. Ich bin mir sicher, es ist ganz, ganz fantastisch. Hier hast du auch wieder eine ziemlich bunte Mischung der Genre. Also ich habe hier einmal Morgen kommt ein neuer Himmel von Laurie Nelson Spielman. Hier geht es um eine Frau, die weiß, dass sie bald sterben wird und sie weiß auch, dass ihre 34-jährige Tochter überhaupt nicht glücklich ist in ihrem Leben. Und so beschließt sie, ihr einen Brief zu schreiben, in dem sie sie so ein bisschen auffordert, ihr Leben mehr zu genießen. Denn das Leben kann schneller vorbei sein, als man denkt. Und ihre Tochter findet das zuerst überhaupt nicht witzig und denkt sich so, hä, was schreibt die mir denn hier? Und merkt dann aber, wie viel Liebe zwischen diesen Zeilen steckt. Und ich glaube, dass das ein Buch ist, was einem nochmal sehr vor Augen führt, wie endlich das Leben ist und wie sehr man sein Leben einfach genießen sollte. Girl on the Train von Paula Hawkins ist ein Buch, in das ich in meinem Thriller Try a Chapter reingelesen habe, was ja eine ganze Zeit lang sehr, sehr, sehr gehypt wurde. Der Hype ist, glaube ich, jetzt inzwischen vorbei. Jetzt bin ich am Start. Es geht um eine Frau, die immer jeden Morgen mit dem gleichen Train, also mit dem gleichen Zug fährt und die Leute beobachtet. Und eines Tages denkt sie zumindest, etwas zu beobachten, was überhaupt nicht schön ist. Sie sieht nämlich einen Mord. Oder zumindest denkt sie es. Und sie mischt sich in diesen Fall ein und bringt sich vielleicht ganz schön in Gefahr. Ich muss sagen, dass mir diese Frau super unsympathisch war, als ich reingelesen habe. Ich fand die einfach, irgendwie wusste ich noch nicht so richtig, was ich von der denken soll. Ich glaube, das ist auch absichtlich so, damit man eben merkt, dass sie eben psychisch auch ein bisschen mitgenommen ist, wenn ich das mal so sagen darf, und sich eben so ein bisschen ihre eigene Welt zusammenspinnt. Und was dann eben davon alles Wahrheit ist und was Fiktion, erfährt man, denke ich, in diesem Roman-Thriller. In Die Greifenreiterin, Gefangenschaft von Sabine Schulter, geht es um eine Greifenreiterin, wie der Name sagt, und sie ist mit ihrem Greifen unterwegs und wird dann von einem Volk, was nicht gerade nett ist, gefangen genommen. Und wie sie damit umgeht, erfährt man dann in der Geschichte. Kleine Iris, der Riss im Spiegel des Himmels von David Grund, ist die Fortsetzung eines Buches, was David mir vor 3 Jahren oder so zugeschickt hat. Das habe ich auch vorgestellt vor einigen Jahren, vor 2 Jahren oder sogar schon vor 3, und führt die Geschichte fort von der kleinen Iris, die, ich sag mal so, sie kommt auf eine Insel. Auf dieser Insel merken die Leute, dass mit ihr etwas nicht so ganz stimmt, sage ich mal. Sie ist von ihrer Familie getrennt worden. Keiner weiß so richtig, wo sie eigentlich herkommt, was das alles so zu bedeuten hat. Es ist eine ganz eigene Welt, die David da geschaffen hat. Und irgendwie
ja, liegt die kleine Iris hier immer noch rum und wartet darauf, von mir gelesen zu werden. Und Du bringst mein Leben so schön durcheinander von Claire Christian ist eine Geschichte, die wohl für Fans von Eleanor und Park sein soll. Deswegen habe ich mir das Buch auch gekauft. Hier geht es um zwei Teenies, die sich kennenlernen. Oder vielleicht sind sie auch nicht mehr Teenies, sondern sind 20 oder so. Jedenfalls lernen sie sich in einem Schnellrestaurant, glaube ich, bei der Arbeit kennen. Und merken ziemlich schnell, dass sie gemeinsam haben, dass das Schicksal ihnen immer ein bisschen mies zuspielt. Und so lernen sie sich aber kennen und ich denke mal auch lieben. Und ich könnte mir vorstellen, dass es einfach eben keine Liebesgeschichte ist, wie man sie schon 100-mal gelesen hat, sondern hoffentlich ein bisschen anders. Bin ich sehr gespannt drauf. Nachtschwärmer von Moira Frank ist ein Buch, was mir von einer Frau bei Dussmann hier in Berlin in die Hand gedrückt wurde, als ich vor den Büchern stand und geschaut habe, weil sie meinte, sie hat Melina und mich, da war ich mit Melina von 1000 Pages of a Fangirl, nämlich shoppen. Sie hatte uns so ein bisschen zugehört, worüber wir gesprochen haben und das Buch hat anscheinend ihre beste Freundin geschrieben. Und sie meinte, das kann sie uns sehr, sehr wärmstens empfehlen. Es geht um Helen oder Helena, die ein paar Wochen lang, ja, wusste, dass sie einen Halbbruder hat und ihn auch gerne kennenlernen wollte. Und leider stirbt er, bevor sie die Möglichkeit hat, bei einem Autounfall. Und sie macht sich mit ihrem Freund trotzdem auf den Weg, sein Grab zu besuchen, lernt dann seinen besten Kumpel kennen und das Mädchen, mit dem er zusammen war. Und ja, möchte ihn so ein bisschen kennenlernen. Hört sich für mich sehr traurig an, gleichzeitig aber irgendwie auch, ich weiß nicht, so ein bisschen hoffnungsvoll, sage ich mal. Und ich bin gespannt, was sie alles erlebt, was sie erfährt, wie es ihr damit geht, wie sie damit umgeht. Und ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, jemanden zu verlieren, den man noch nicht richtig kennengelernt hat, den man aber sehr gerne kennengelernt hätte. Ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr schwer. In Fremd von Poznanski und Strobel geht es um eine Frau, die als ihr Mann, zumindest behauptet er, das zu sein, nach Hause kommt, sich fragt, wer ist dieser Fremde? Der sagt, hey, sag mal, kennst du mich nicht? Ich bin dein Ehemann. Und sie weiß nicht, ob sie nicht lieber mit dem Messer auf ihn zugehen soll. Und um einen Mann, der nach Hause kommt und seine Frau erkennt ihn nicht mehr. Jetzt ist die Frage, wer ist im Recht, wer ist im Unrecht? Das muss man natürlich rausfinden. Hört sich auch nach einer sehr coolen Geschichte an, wenn du mich fragst. Und dann hätte ich hier noch im Angebot Teil 2 und Teil 3 der Zeitenzauberreihe von Eva Völler. Es geht um ein Mädchen, was durch die Zeiten reisen kann. Sie weiß das am Anfang der Geschichte noch nicht. Und ja, wird dann in eine neue Welt entführt und merkt, was für einen Stand sie in dieser neuen Welt hat. Der erste Teil hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich bin dann irgendwie abgestorben. Mal schauen, vielleicht sollte man dann auch lieber den ersten Teil nochmal lesen und die drei Bücher dann in einem Rutsch einfach nochmal. Ich fand die Protagonistin damals auch sehr, sehr sympathisch. Genau, und dann hätte ich hier noch All die verdammt perfekten Tage von Jennifer Niven. Es geht um einen Jungen und ein Mädchen oder eine junge Frau und einen jungen Mann, so kann man es vermutlich auch sagen, die sich in einem sehr, ich sag mal, schwachen, verzweifelten, komplett schrecklichen Moment kennenlernen. Die beiden stehen nämlich auf dem Dach eines Hauses und wollen sich umbringen und halten sich gegenseitig davon ab. Und wohingegen, also die eine möchte das geheim halten, der andere hingegen, ja, möchte eigentlich diese Verbindung, die die beiden dann durch diesen Moment zueinander bekommen haben, nicht gerne verlieren und möchte mit ihr ein Schulprojekt zusammen machen. Und ja, ich denke, da geht es viel um das Leben, um Verzweiflung, um Momente, in denen man sich einsam fühlt, in denen man sich schwach fühlt und darum, wie man aber damit umgehen kann und wie schön das Leben eigentlich ist. Ja, und dann habe ich hier noch Die Schönste im ganzen Land. Das ist ja aus dieser Disney-Reihe. Das sieht von hinten so aus. Also es ist die, warte, siehst du das? Ja, es ist die böse Hexe sozusagen, die böse Stiefmutter aus Schneewittchen. Ich habe ja Das Biest in ihm gelesen. Mir wurde hinterher gesagt, dass ich das in einer bestimmten Reihenfolge hätte lesen müssen und dass Die Schönste im ganzen Land um einiges besser sein soll als Das Biest in ihm. Denn leider hat mir das Biest in ihm überhaupt nicht gefallen. Ich gebe dem Buch selbstverständlich eine Chance. Ich habe es ja nicht umsonst für 12 Euro gekauft. Und lass mich mal überraschen. Es geht sozusagen um diese Vorgeschichte der Stiefmutter von Schneewittchen. Und somit sind wir mit dem ersten
Regalbrett schon fertig und schwenken jetzt mal über zu Regalbrett Nummer 2. Das wird jetzt ein bisschen komplizierter, weil dieses Regalbrett höher ist als ich. Ich muss mir jetzt erstmal einen Stuhl holen. So, höher geht mein Stativ auch nicht. Du hast also gerade noch Glück gehabt, sonst hätte ich die Kamera halten müssen und dann wäre es noch schräger geworden, als es eh schon ist. Hier hast du einmal die komplette Ansicht und jetzt schauen wir mal, was sich hier für Schätzchen befinden. Susanne Fröhlich hat ja eine Reihe rund um Andrea Schnitt geschrieben, die ich wahnsinnig witzig finde und dazu gehört auch Wundertüte. Ich sag dir natürlich nicht, worum es in Wundertüte direkt geht, denn das würde dir vielleicht einiges von der Geschichte wegnehmen, weil das Teil 6 oder so, glaube ich, ist. Oder 5, ich weiß es nicht genau. Es geht jedenfalls in dieser ganzen Reihe um Andrea und verschiedene Stationen ihres Lebens. Also zum Beispiel, wie es ist als junge Mutter oder wie es dann eben ist, wenn die Kinder in der Pubertät sind. Wie die Beziehung vielleicht darunter leidet, wie verschiedene Dinge sich einfach entwickeln im Leben. Finde ich einfach mega witzig. Ich habe auch schon geguckt, es gibt Wundertüte auch als Hörbuch auf BookBeat. Das heißt, ich werde auf der Weltreise auf jeden Fall da reinhören. Vielleicht auch zu Ende hören, mal schauen. Weil ich glaube, dass das auch ein sehr witziges Hörbuch sein wird. Dann habe ich hier Teil 2, 3 und 4 dieser ganzen Reihe rund um Wen der Rabe ruft. Also diese Ravenball-Reihe. Kurz gesagt, es geht um, es fällt mir jedes Mal wieder schwer, es ist echt krass. Es geht um ein Mädchen, was mit ihrer Familie zusammen, also mit ihrer Mutter und ihren Tanten, die haben übersinnliche Kräfte. Sie selbst fungiert als Verstärker, um mit verstorbenen Seelen kommunizieren zu können, also dass ihre Tante und ihre Mutter das können. Wow, ich bin echt so untalentiert, wenn es darum geht, das zu beschreiben. Jedenfalls ist es so, dass sie eines Tages auf dem Friedhof, als sie eben die Seelen derer empfangen sollen, die im nächsten Jahr sterben werden, sieht sie auf einmal einen Jungen. Normalerweise sieht sie diese Seelen nicht. Sie spürt die vielleicht, aber sie sieht sie nicht. Und sie sieht diesen Jungen und es gibt eine Prophezeiung, die eben sagt, dass sie ihre große Liebe mit einem Kuss töten wird. Deswegen hält sie sich eigentlich fern von allem und jedem. Und mit diesem Jungen und eben noch anderen Jungen, den sogenannten Raven Boys, hat sie aber im Endeffekt mehr zu tun, als sie am Anfang denkt. Denn die wollen einem Geheimnis auf die Spur kommen. Darum geht es in dieser Geschichte. Ich glaube, dass andere Menschen diese Geschichte um einiges besser zusammenfassen können. Ja, jetzt fragst du dich, wenn es dir so gut gefallen hat, wieso hast du nicht weitergelesen? Kann ich dir nicht sagen. Ich habe mir die nächsten Teile geholt und ich fand, es hat eine ganz eigene, einzigartige Atmosphäre in diesen Büchern geherrscht. Ich habe die Charaktere total ins Herz geschlossen und ich fand den Schreibstil auch sehr besonders. Und ich werde auf jeden Fall dann auch noch weiterlesen. Ja, und dann wartet noch der neueste Jussi Adler-Olsen-Teil auf mich. Das ist der 8. Fall für Karl Mörk und sein Sonderdezernat Q. Und in dieser Geschichte geht es um Flüchtlinge unter anderem. Und vor allem um eine Flüchtlingsfrau, die ertrinkt auf dem Weg in ein neues Leben. Und Assad, das ist der Kollege von Karl Mörk, der ja selber eine Vergangenheit hat, über die man noch nicht so viel weiß, der kannte diese Frau. Und das reißt alte Wunden bei ihm auf. Und ich denke, dass man in diesem Teil viel auch über Assad und seine Vergangenheit noch lernen wird. Gleichzeitig gibt es einen Verrückten, der irgendwie einen Anschlag in Kopenhagen ankündigt. Also die haben alle Hände voll zu tun. Und ja, Jussi wartet nur darauf, vom Sub befreit zu werden. Ich musste niesen, sorry. In Honigtod von Hanni Münzer geht es um eine alte Familiengeschichte. Darum, was in der Vergangenheit passiert ist. Es geht um eine junge Frau, die herausfindet, was ihrer Großmutter und ihrer Mutter passiert ist. Das Ganze spielt zum Teil auch im Zweiten Weltkrieg und es wurde mir empfohlen, als ich mal nach Büchern aus dieser Zeit eben gefragt habe. Genauso ist es auch bei den beiden Büchern, die daneben stehen. Beim Lavendelgarten von Lucinda Riley und bei Alles Licht, das wir nicht sehen von Anthony Durr. Im Lavendelgarten, es hört sich eigentlich ähnlich an von der Beschreibung her wie Honigtod. Also auch hier geht es um eine junge Frau, deren Mutter stirbt. Sie selbst muss sich ihrem Familienerbe stellen, ob sie will oder nicht. Und dann gelangen Briefe, ich glaube von ihrer Tante oder so, in ihre Hände, die eben zeigen, dass in der Zeit des Zweiten Weltkriegs, ich glaube eine Liebesgeschichte, ja wahrscheinlich zwischen zwei Menschen, die sich eigentlich nicht lieben durften oder so, so könnte ich es mir zumindest vorstellen, stattgefunden hat.
Bin ich auch sehr gespannt darauf. Und dann in Alles Licht, das wir nicht sehen, da fällt es mir wahnsinnig schwer, das in Worte zu fassen, weil ich es noch nicht gelesen habe und ich finde, der Klappentext noch nicht so viel verrät. Es geht um ein blindes Mädchen, was in eine ruhige Stadt zieht, weil der Zweite Weltkrieg da ist, und um einen Waisenjungen, der auch in diese Stadt verschlagen wird, ich glaube als Soldat. Ich denke, die beiden treffen dann aufeinander. Und was dann passiert, werden wir sehen. Ich weiß, das sind jetzt echt keine guten Beschreibungen, ne? Aber es ist echt nicht so leicht. Kannst du ja den Klappentext mal durchlesen. Vielleicht kannst du da eine bessere Beschreibung dazu finden als ich. Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl habe ich ja im Juli 2019 angefangen. Ich bin aber noch nicht ganz fertig, beziehungsweise es ist etwas, womit man sich sehr lange auseinandersetzen muss, weil es darum geht, dein eigenes inneres Kind zu analysieren und zu schauen, welche Verhaltensweisen oder welche Gedanken du vielleicht aus deiner Kindheit mitgenommen hast, die dir heute noch schaden. Und da muss man sich Zeit für nehmen. Und das habe ich gemerkt, als ich das Buch gelesen habe. Und diese Zeit habe ich mir noch nicht in der Form genommen, wie ich es gerne würde. Deswegen steht es hier noch. Und dann ist hier noch eine Geschichte aus dem Dragonfly Verlag. Die Ungeheuerlichen, das Böse ist auf deiner Seite. Wo es eben darum geht, dass das Böse so ein bisschen an die Macht kommt. Eigentlich soll man dagegen aber nichts machen. Das ist gesetzlich verboten. Und jetzt fragt sich unsere Hauptfigur, ob das Böse wirklich so böse ist, wie es den Anschein erweckt oder eben nicht. Und was sie jetzt tun soll. Ich glaube, es ist eine schöne Geschichte für Kinder oder Jugendliche. Das werde ich dann sehen. Hat sich für mich auf jeden Fall sehr spannend angehört. Und da mir bisher die Bücher aus dem Dragonfly Verlag, die ich gelesen habe, sehr gut gefallen haben, möchte ich auch diesem eine Chance geben. So, ich habe jetzt noch ein Buch dazu geschmuggelt, weil es irgendwie in einem anderen Regal stand. Warum auch immer, eigentlich habe ich darauf geachtet. Aber ja, keine Ahnung, was da passiert ist. In Die Sprache der Dornen von Leigh Bardugo geht es um 6 Märchen, die aus dieser ganzen Welt rund um Grisha und das Lied der Krähen stammen. Das habe ich ja von Sandra bekommen bei Bookshopping Queen. Bin ich auch gespannt drauf. Ich finde das sehr, sehr spannend. Ich habe den ersten Teil von Grisha ja tatsächlich damals ganz gern gelesen. Müsste aber, um dazu mehr sagen zu können, auf jeden Fall nochmal reinlesen. Falls der Ton gerade anders ist, ich stehe gerade neben der Kamera auf einem Stuhl. Also sorry, falls es sich anders anhört. Ja, und dann habe ich hier Teil 3 und Teil 4 von dieser Die Sieben Schwestern-Reihe von Lucinda Riley, die Schattenschwester und die Perlenschwester. Ich habe ja die ersten beiden Teile bereits gelesen und die haben mir auch ganz gut gefallen. Es geht um 7 Schwestern. Du kannst an sich die Bücher auch unabhängig voneinander lesen, also die Reihenfolge ist eigentlich egal. Ich lese sie aber trotzdem in der Reihenfolge, in der sie erschienen sind. Es geht darum, dass eben 6 Schwestern adoptiert wurden. Und der Vater von denen ist irgendwie so ein bisschen so ein Mysterium, sage ich mal. Die sind sehr behütet und sehr wohlhabend aufgewachsen. Der Vater stirbt dann und hinterlässt allen Schwestern jeweils einen Brief und ein paar Anhaltspunkte zu ihrem, ja, zu ihrer Herkunft, sodass sie rausfinden können, wo sie eigentlich herkommen. Und so findet eben jede Schwester auf ihre eigene Art und Weise heraus, wo sie herkommt. Und zum Beispiel im ersten Teil führt dieser Brief und diese ganze Herkunft die Schwester Maya nach Brasilien. Im zweiten Teil geht es nach Norwegen, glaube ich. Und ja, in diesen beiden Teilen muss ich halt mal schauen. Also hier sieht es ja irgendwie vielleicht so aus wie China oder so. Schotten, Australien, Down Under, okay, hat nichts mit China zu tun, keine Ahnung, ich fand es da so aus. Bin ich mal gespannt. Ja, es ist halt immer so, dass ein Teil sozusagen in der Gegenwart spielt, über die Schwester, um die es halt geht, und ein großer Teil aber eben auch in der Vergangenheit. Das finde ich sehr, sehr spannend. Dann habe ich hier noch 2 Weihnachtsbücher, die auf mich warten. Dieses Buch hier habe ich ja schon sehr lange bei mir stehen, seit 2017, glaube ich, oder 18? Ne, 17 müsste es, glaube ich, sein. Von Sarah Morgan, Weihnachtszauber wider Willen, ist immer einfach so eine romantische Geschichte. Ein Teil davon hat mir sehr gut gefallen, der andere überhaupt nicht. Deswegen bin ich einfach mal gespannt, wie mir Weihnachtszauber wider Willen gefallen wird. Und die Thunder Bakers retten Weihnachten habe ich auch schon, ich glaube, 4-mal oder so vorgestellt.
Habe ich aber 2019 nicht geschafft zu lesen, also mache ich das einfach dieses Jahr dann Weihnachten. Da geht es um eine Familie, die kurz vor Weihnachten eigentlich ihre Wohnung verliert und um die Kinder der Van der Beekers, die das eben nicht akzeptieren wollen und versuchen, etwas dagegen zu machen. Ich glaube, es ist eine sehr süße, sehr kurzweilige Geschichte. Schauen wir mal. Dieses rote Buch hier heißt You Can Read Anyone und ist von David J. Lieberman. Da gab es keinen Schutzumschlag zu. Das habe ich mal, ups, aus so einem öffentlichen Bücherregal mitgenommen, weil ich es mega spannend fand. Da geht es eben einfach darum, wie du die Körpersprache von Menschen besser lesen kannst. In Versuchung von Florian Harms geht es um ein, wie soll ich sagen, um einen Spezialisten, der ein neues Gewürz, glaube ich, ne, warte mal, Aromen erforscht, derjenige jedenfalls, und sein Flugzeug stürzt ab und dann wird ein Privatermittler damit beauftragt, herauszufinden, was passiert ist, wo der ist, warum das alles so passiert ist und ja, stürzt sich dann in diese Geschichte. Florian Harms ist der Chefredakteur von t-online.de und bei t-online.de arbeite ich. Das hat mir Florian persönlich in die Hand gedrückt und ich bin wirklich mehr als beschämt, dass es hier immer noch ungelesen rumliegt und hoffe, dass er das einfach nicht sieht. Und ich nehme es mir wirklich für dieses Jahr fest vor. Sarah Bondet, Dunkles Geheimnis, hat mir die liebe Sarah zugeschickt. Hier geht es um ein Mädchen, was vor kurzem zu ihrer Schwester gezogen ist. Und sie merkt aber, dass ihre Schwester vor ihr sehr, sehr viele Geheimnisse hat. Und das hängt alles auch mit dem Keller zusammen, mit komischen Freunden ihrer Schwester. Und sie fragt sich, was dahinter steckt. Und als sie anfängt, hinter diese Kulisse zu schauen, merkt sie aber, dass wirklich viel Angst und Panik und ein Strudel dunkler Geheimnisse ist, der sie runterzieht. Bin ich mal gespannt. Habe ich auch schon mal angefangen, bin aber irgendwie nicht weitergekommen. Keine Ahnung, wieso. Ich glaube, dann habe ich Harry Potter angefangen. Es tut mir leid, liebe Sarah. Ja, Normal People von Sally Rooney hat mir eine Kollegin ausgeliehen. Das müsste ich eigentlich auch mal bald noch lesen und ihr zurückgeben. Da geht es um zwei Personen, die in der gleichen Straße leben und wohingegen die eine Person sehr beliebt ist, ist die andere Person überhaupt nicht so beliebt. Die beiden kommen sich aber dann doch irgendwie ein bisschen näher, unterhalten sich. Und da, ja, soll etwas ganz Schönes zwischen den beiden entstehen, eine sehr gute Unterhaltung auch. Und meine Kollegin Anna hat eben gesagt, sie möchte mal gerne meine Meinung dazu hören. Ja, ja, ich schäme mich jetzt auch. Ja, und dann haben wir hier natürlich noch Burning Bridges von der lieben Tammy Fischer. Auch hier bin ich eigentlich schon mal bei der Hälfte gewesen und bin dann abgestorben. Ich habe das auch als Hörbuch reingehört und auch in dem Buch gelesen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut sieht, aber das hat ja hier so unglaublich schöne, glitzernde, farbverändernde Punkte drauf. Es geht um ein junges Mädchen, beziehungsweise um eine junge Frau, die ja, von ihrem Freund so richtig scheiße verlassen wird. Sie lernt daraufhin eigentlich durch eine Notsituation einen anderen Typen kennen, der ihr Herz wirklich um einiges höher schlagen lässt. Der hat aber ein dunkles Geheimnis. Es hört sich erstmal sehr klischeehaft an, aber ich fand das, was ich bisher gelesen habe, wirklich wahnsinnig gut. Ich finde, Tammy hat einen sehr schönen Schreibstil. Man merkt, wie viel Liebe sie in ihre Geschichten steckt. Und Sinking Ship soll ja auch wahnsinnig gut sein. Also das Buch wird auf jeden Fall dieses Jahr auch gelesen, / gehört. Schaue ich mal, wie ich dazu komme. So, und jetzt noch die letzten drei Bücher. Und dann hast du einfach alle Bücher gesehen, die ungelesen bei mir rumliegen. Solltest du zumindest alle drei Teile geguckt haben. Wenn nicht, hast du wenigstens zwei Regalbretter voll gesehen. Der Fund von Bernhard Eichner ist ein Buch, was mir Sebastian Fitzek höchstpersönlich übergeben hat, als er bei uns in der Redaktion war. Und was ihm sehr, sehr gut gefallen hat, deswegen steht es auch vorne drauf, keiner schreibt wie Bernhard Eichner, ganz toll, unverwechselbar. Es geht um eine 34-jährige Supermarktkassiererin, die ermordet wird. Und jeder fragt sich, wie kann das sein, sie hat doch nie nach Fliege was zuleide getan. Und es kommt dann raus, dass sie wahrscheinlich etwas mit nach Hause genommen hat, was sie lieber nicht hätte mitnehmen sollen. Und eigentlich ist für die meisten der Fall abgeschlossen, aber ein Polizist möchte dieser ganzen Sache auf den Grund gehen. Und was er dann rausfindet, ist vermutlich ziemlich spannend. Ja, wartet einfach nur noch darauf, gelesen zu werden. Vollendet von Neil Schusterman. Das ist der Auftakt einer Reihe. Ich bin ja großer Neil Schusterman-Fan. Zumindest von Scythe war ich ein großer Fan. Und auch Dry hat mir ja sehr gut gefallen.
Und in Vollendet geht es um das Amerika in naher Zukunft, sage ich mal, wo es so ist, dass die Welt wieder vollkommen in Ordnung ist, sie ist in festen Händen und, wie sich das anhört, sie ist in festen Händen, sie ist vergeben. Naja, sie ist jeden, also die ganze Welt dort ist jedenfalls in Ordnung, zumindest von außen gesehen. Und es ist so, dass jugendliche Rebellen, die über 13 sind, als, ich sag mal, eigentlich so ein bisschen Organlager gehandhabt werden. Also die werden dann halt einfach umgebracht und deren Einzelteile werden eben in andere Menschen gesteckt, die das eben brauchen. Und dann gibt es drei Menschen, also drei Jugendliche, die eben aussortiert werden sozusagen und die ihre letzte Reise antreten, wenn du so willst. Die lernen sich kennen und ich schätze mal, dass sie dann einen kleinen Aufstand anzetteln. Hört sich für mich so wahnsinnig spannend an. Ja. Muss auf jeden Fall bald auch dran glauben. Du merkst, meine Pläne sind, ja, sie sind vorhanden. Vielleicht sperre ich mich einfach mal das ganze Jahr irgendwo ein und dann ist dieser Sub auch aufgelöst. So, und jetzt kommen wir hier zu diesem Schätzchen Illuminé, die Illuminé-Akten, Teil 1. Das fällt mir auch schwer, in Worte zu fassen. Es geht wohl darum, dass ein Planet angegriffen wird und wie die Leute damit umgehen. Und dieses Buch ist ein wahres Erlebnis, glaube ich, wenn man es liest. Also hier sind so ganz, also ich weiß nicht, da sind so Dialoge drin. Wahrscheinlich kann man das auch schneller lesen, als man am Anfang denkt. Da sind sehr viele Besonderheiten drin. Und alle, die es gelesen haben, sind begeistert. Deswegen werde ich mal schauen, ja, wann ich mich da mal ranwage. Und jetzt sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich danke dir, wenn du dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Und kann nur noch mal sagen, solltest du die ersten beiden Teile noch nicht gesehen haben, dann schau sie dir gerne an. Es ist alles wild durcheinander gemixt. Es ist nichts nach Genre oder so sortiert. Ja, und ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, hab es fein. Tschüss!